Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Marcus Edition. Also, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, haben schon unser Pokémon geholt. Ich bin gerade noch mit dem Chat mit dem Hackersteller. Also, Marc, ich weiß nicht, ob er heißt. Marc grüßt alle Zuschauer, schreibt er gerade. Ja, hört er jetzt wahrscheinlich selber, weil er wahrscheinlich der einzige wirkliche Zuschauer gerade ist. Ja. Gehen wir mal hier das Rad klauen. Ein altes Rad, vielleicht kannst du es nachher mitnehmen. Ich habe das gerade bei Desaster auf Master gesehen. Ich habe da reingeschaut. Hey, ich bin der Sohn des Besitzers. Nimm dir ruhig das alte Rad, das vor dem Laden steht. Du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Außerdem fährt es eh keine 100 Meter mehr. Lol. Okay. Lol. Bekommt im Folgenden das altes Fahrrad. Ey. Okay, Pokémon. Oh Mann, da ist der ja das Heilen. Da ist das Heilen. Hier. Ja, oder? Nee, die da. Boah, was willst du? Ey. Gib die Wälder schon her, Mann. Halt das Schnauze. Die Leine. Okay. Freundlich wie ihr und ihr und dieses Drogengras ist immer noch wunderschön. Ah, ja. Ich gehe mal eben das richtige Pokémon suchen. Ich glaube, ich will einen Smurak haben. Oder einen Zitroni. Am besten beide. Und ich schalte dann wieder rein. Gut, da haben wir auch schon Zitroni. Gleich das nächste Pokémon ist. Also Copyright. Vielleicht schalte ich es raus, vielleicht schalte ich es auch nicht raus. Copyright-Musik ist böse. Okay, aber ich habe irgendwann geredet, hoffentlich. Ich habe den Sound wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht effektiv. Gut. Ja, ich bin gerade effektiv darauf, mir dieses Zitroni zu fangen, weil allein weil es Pflanze hat und Pflanze gut gegenüber unser Kritzel unterstützen kann, würde ich sagen, wir fangen uns dieses kleine, runde, glubschige Pokémon. Okay, das sollte reichen. Überhaupt, ja, sollte definitiv reichen. Noobball. Wirft einen Noobball. Oh, Zitroni wurde gefangen, yo. Es ist eine saftige und fette Zitrone, die massenhaft KP besitzt und viele Erfahrungspunkte gibt. Es ist nur ein weibliches, es gibt nur weibliche Sorten. Du, du, du. Nein, bitte nicht. Danke. Und ein. Boah, du. Ja. Ich weiß. Ich bin so schlecht und muss nur heilen gehen. Gut, ich zerfecke deine Gestalt, yo. Mal gucken, ob wir diesmal länger überleben. Eslon wird in den Kampf geschickt. Das finde ich wunderschön. Was gibt es nicht? Den wollen wir so lange um den behalten, wie es geht. Das gibt doch nicht, das ist das. Wow, es hat überlebt. Ich bin beeindruckt und geschockt zugleich. Und deswegen werden wir jetzt eine Pizza essen. Ding, 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 ding. Ich weiß, dass es mich ganz theoretisch one-hitten kann. Das ist wie beim Mann. Was zur Hölle mache ich da? Mann. So, gekritzelt. Du wirst jetzt gekritzelt. Boah, mega effektiv. So. Ich hatte irgendwie so eine Spinne, die gerade stirbt. Oh, endlich Level 9. Au. Oh, Zitroni. Au.
Okay, wenn du weiter nur Käferattacken hast, dann habe ich kein Problem mit dir. Das finde ich jetzt wiederum nicht so wunderbar, dass du mich vergiftet hast. Aber kein Problem, solange du keine Pflanzenattacken einsetzt. Dem, dem, dem. Käferattacken habe ich kein Problem, da kannst du noch so oft deine Attacken einsetzen. Aber mit Pflanzen. Nee, lieber nicht. Und schon wieder ein Erstlein. Hole ich mal Zitronen hier raus, weil das auch mal ein bisschen leveln sollte. Das war's nicht. Komm bitte zurück. Okay. Erstlein wird in den Kampf geschickt. Und es. Oh Gott, nee, oder? Oh, schöne Scheiße, wir haben keine vernünftige Attacke. Und wir haben es vergiftet. Kann sein, dass es sowas wie, Stachel ist. Genervt. Oder ist es Berührung, Dings da? Besiegt nicht ganz, verdammt. So. Besiegt. Boah. Immer ein Wort, irgendwas zerfickt. Ja. Du, ganz schön heftig. Darf ich dich enden? Ach Gott, daran muss ich mich noch gewöhnen. Boah, was willst du? Ey, gibt's ein paar von her mal eins? Ausrufezeichen. Halt das Schnauze, Selina. Was bist du? Titze! Oh Gott. Ein riesiger Smiley. Was bitte? So, jetzt hab ich schon schnell weggerannt. Das ist wahnsinnig shiny. Tschüss. Bada. Ein Witz. Ha! Okay. Werde ich mir natürlich auch fangen. Ich dachte. Stachtung? Was? Oh. Ich hab's gekillt. Ich hab's durch Berührung verletzt. Hey, hey. Ich habe meinen Baum aus dem Baum 3 verloren, fuck. Okay. Jetzt kommen diese ganze Sache mit den V-Bomben. Ach ja, die gab's auch noch. Ja. Das Mädchen ist verschwunden. Du hast die Bomben so, meine Ahnung, hab ich dann, mein hässliches Mädchen, so, auch ein heulendes. Das wirst du nun bereuen. Kämpfchen. Olaf. Also, das ist Olaf, und das ist Olaf, und das ist Olaf. Und ich bin Olaf. Und das da ist. HDS. Ach, Doppelkämpfer. Die sind neu. Die sind neu. Obwohl das nicht so gut ist für unser Platzi, weil ich glaube. Ja, es ist eindeutig ein Kampf-Pokémon. Genau. Genau. Nuff. Genau. Ich will auch Genau einsetzen. Boah, das ist voll viel gebracht. Also ist lieber Kampf ein. Dann, boah, das war schlecht. Nazi, hast nicht recht. Bam, 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 bam.
Psycho-Pokémon haben wohl Käferangst und ich glaube HDF ist ein Käfer-Pokémon. Hoffentlich effektiv, Bitch! Ja, deutlich effektiv. Nach dieser Runde ist der Kampf entschieden. Ja. Pikachu bekommt 4 Wissenspunkte, Zitronen die 6. Käfer 1. Boah, mega effektiv. Wie Alufolie klingt das fast, das ist... Oh, 10. Und 5. Ja, ja, toll, du hast gewonnen, aber mein Status, meine Tochter, das rein ja nix. Ich hab kein schlechtes Gewissen. Tschüss. Und das Schild ist verschwunden. Okay, heil, heil, heil. Hier hat sich nichts geändert, außer dieses kunterbunte Gras. Ich habe ein Haus, ein kunterbuntes Grashaus aus Gras. Nee, ich will nicht sagen, aber das Gras passt irgendwie zum Spiel. Die Leine, oh ja, warum nicht? Mau mich noch weiter an. Und da sind ganz viele Babys. Ach Mensch, da bist du da. Bevor ich dich ehrlich lasse, möchte ich mal testen, ob du es überhaupt erpasst mit dem Bullet-Stock. Welches Pokémon das nun wartet, du müsstest du ja schon ankommen. Mein Vieh wird dich zermalmen. Pinkinette. Die größte Rivalin, die wir jemals hatten. Pinkinette. Mit Zombie-Griffel. Das ist Zombie-Griffel. Zwei macht Zombie-Griffel. Zombie-Griffel. Ich sollte nicht so oft ein Nicht töten. Töten, böse. Hab ich gehütet. Kämpfen kann sie aber sich ein besseres Schatz machen, das war zu viel verhaut. Nun ja, immer kannst du mich besuchen. Ich steck da wohl doch Engel von dir. Ich weiß was. Du und ich, wir sind ab jetzt Rivalen, ich bin noch spontan. Ich werde zwar eh immer vor dir sein, da ich einfach die Bessere von uns bin, aber ab und zu weiß ich doch meinen Spaß gerne auf dein Niveau runtersinken und dich tatsächlich herausfordern. Was mit Spaß, Fotze. Jetzt lass mich durch und du holst dir erstmal den ersten Horn. Ich habe ihn nämlich schon. Siehst du mal, wie super schnell ich bin, wa? Habe dafür meine Arena weiter. Wenn du einen siehst, wirst du fast sehen, was ich damit gemeint habe. Nun, hau rein. Ja, wir kennen ja vielleicht aus der ersten Version noch. Also, ich mag von. Was ist ein Heslon? Heslon! Hef! Das ist eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Idee, weil das Wasser ist. Ich treffe meine Pokéball drauf. Wenn es richtig ist, dann ist es noch Raupi mit der Fangart eines wunderbaren, schönen Raupis. Und es ist die Fangart eines wunderschönen Raupis. Wunderbar. Ja. Hässlich, abscheulich, unerträglich, ungestaltet, schauderhaft, unansehnlich, attraktiv, verabscheuenswert, abschließend destruktiv und unsexy. Möchtest du jemanden? Nein, möchte ich nicht. Und bin ich so fern von Spitznamen. Außer meinen eigentlichen Projekten, da könnt ihr gerne als Let's Player oder als guter Kumpel von mir gerne ein oder Abonnent sogar auch. Ja, das geht alles. Eigentlich könnt ihr auch Pokémon Design in meinem Pokémon Diamant Let's Play. Oder in mein Schwarz und Weiß Let's Play, was wahrscheinlich danach kommen wird. Ja, eigentlich könnt ihr in jedem Spiel, wo ich schon beim Namensverwerter war, ein Pokémon sein. Hier sind Bären gewachsen, zwei Mongo-Bären. Mongo. Ja, möchte ich nicht mitnehmen. Dankeschön. Der Boden ist wieder normal. Hier sind diese Bären gewachsen, zwei Spasti-Bären. Ah, was sind das für Bären?
Spastibären, Spastibären. Und du? Hier sind diese Bären gelappt. Du lappt. Trollolol. Früher war ich mein trollender Koga. Oh yeah. Ach ja, das war ja was. Na, den Pokémon haben wir in Sarah. Kann man nicht Lacuna? Nö. Schade, für mich kann man ziemlich. Süß. Beutel. Welche Bären haben wir denn? Schadens. Benutzen. Ich denke mal, du bist ja öfters im Kampf. Nope. 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 Geben. Achso, geben. Die Katze bekam Lappenberge zum Tragen. Gut, wollen wir weitergehen. Die lustigen Kleinchen. Vielleicht ein Feld so was. Weil es in den Grafiken drin liegen sind. Das rote Bär hat sich einfach umgekehrt. Hey du da, ich bin der Bruder von dem Sprungprofessor. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwann mal besuchen. Er würde sich bis zum Freuen. Er wollte eine gute Y. Wo ich war ich? Ach ja. Und er hat mit seinem Schweiß die Flieger verhört. Die Flieger war nicht dumm. Sie machte Trara. Okay. Offizielles Willkommensschild der reichen Großstadt. Gespendet vom Förderband Sklover Collegium 2. Mein Name ist Professor Kackschraube. Ich wurde hier hingestellt, um dir den VP-Teil zu schenken. Bevor ich ihn dir aber schenken darf, musst du mir beweisen, dass du es auch richtig drauf hast. Also, kleine Bitch, hol dir erstmal den ersten Ohren aus der Arena in der reichen Strohstadt und komm dann wieder hierher. Die reiche Großstadt genau wie die alte? Ja, danke schön. Harry, jetzt seid ihr als Demo-Version Schlammbord. Obwohl, ich will auch Schlammbord fahren. Dass du da einen Laptop bei dir hast, ist wirklich praktisch. Du kannst, so, wenn du so drüber nachdenkst, mehr als nur 6 Pokémon in deinem Team haben. Weil du das Team ja jederzeit ohne große Probleme ändern kannst, bist du sogar in der Pokémon-Liga. Psst. Yeah. Bonus-Bonus-Bonus. Eins, ich will wissen, was da ist. Hallo, da ist doch was. Dies ist die reiche Großstadt. Ich hab dir all den Wissen bräucht. Aus der Lehre, die Buchschkina. Ich bin gerade hierher gezogen, aber hab kein Klo. Also hab ich improvisiert, als ich kacken musste. Was ist das denn? Okay. Irgendwas, wo ich nicht weiß, was es ist. So eierig und stängelig. Das Niveau hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Machen wir einfach Pimmel rein. Oh Gott, nein. Hilfe! Was da aber höre ich? Ich weiß, sie nicht alle so aus. Nein, der hat einen Sacker. Und ich wurde angegriffen. Willkommen in der Penis-Arena, da wird kein Begrüßungsmännchen hier stehen haben. Tafel Wasser schenken oder so? Ich schenke dir was? Meine Süßigkeit. Warte, ich hab sie in meiner Hose. Moment, Reißverschluss auf und gleich guckst du raus. Das dir ich hier nimm. Penis-Bomber. Wie, was hast du denn gedacht? Dovi! Okay. Diesen Kampf soll ein Bug beinhalten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das sieht so äußerst krank aus. Penisfreund.
wir haben ja unser Dings. Das könnte man ganz recht schaffen eigentlich, außer dass wir ordentlich stoppen. Okay. Jetzt. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wir müssen improvisieren und es schaffen. Boah, das ist. Okay. Könnte klappen. Könnte aber auch knapp werden. Aber ich denke mal, ich bin zuversichtlich und also es macht jetzt einen Quit. Aber wenigstens da haben wir noch unsere anderen Team-Pokémon. Wie zum Beispiel Zitronen. Das ist das. Warum habe ich den Boden eingesetzt? Das muss ich schon wieder heilen. Das war dumm. Okay. Ich frage mich gerade, welche Pokémon hatte der Typ noch? Hatte der noch mehr? Hatte der noch mehr? Hatte der noch mehr? Ich bin auf dem, was er nicht noch mehr hat. Weil sonst haben wir gleich da ganz kleine Schwierigkeiten. Also, das dann haben wir schon mal besiegt. Okay, Glatzi geht noch. Okay, das könnte man theoretisch schaffen. Mal angeschrieben. Nicht auf Beute, bitte. Das wäre auch noch geschafft. Gut. Penis! Ich erkläre. Okay. Ja, jetzt muss ich das Penis behalten. Ich passe es nicht. Schau, deine Pokémon sind richtig löser von Witzgeperio. Er hat sich gerade bewegt. Psst, hau ab. Ja, diese Tipp. Ja, rote Augen. Penisarena, bisher riesiger Pinkinusse. Jugendfreiheit. Jugendfrei. Ich war doch. Ich will ja raus. Ich will mir Pizza bestellen. Obwohl. Ich muss da jetzt nochmal hin. Tut mir leid. Wir kommen denn mal auf. Oh, das ist gut. Obwohl. Wir kaufen wieder von 4. Weil nicht nur Hässlern das. Also, Dings. Das braucht. Unser Starter gekritzelt. Ja, richtig. Zurück kann ich einfach. Nein. Weg. Ich muss das hier schaffen noch. Oh, okay. Speichern kann ich ja nicht, war ja was. Die Penisarena macht dich als Mädchen bestimmt saftig geil. Das ist geil. Gegen Rolf. Okay. Alle hören. Ich kann nicht dagegen. Ich nicht schon mal gesehen. Das ist genau dieselbe Position wie eben. Ich will mal ein bisschen mehr Schaden. Aber es ist auch minimal.
25, das ist gut. Ich denke nicht, dass wir unter 2 auf einen Schaden kommen. Und das war super. Mann. Hast du es? Gut. Deswegen wurde besiegt. Ich wette. Ist die weiter. Ja, was war? Ich habe das schon gehalten. Heute. So. Aua. Und auch noch vergiftet. Nicht großartig. Ach ja, da war ja was. Das fand ich großartig, dass ich daran gedacht habe, diese Beere unserem Kritzel zu geben. Ach, nö. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Sterben durch den Gift. Wow! Boah, gekriegt, das ist echt gut gerade. Nutzen. Mit einem Hühnchen. Großartig. Ich kann zwar den Arena-Reiter nicht mehr in diesem Part wahrscheinlich machen. Also noch ein Part nach dem Together hinterhängen, wie ich es gerne aufnehmen möchte. Was natürlich noch nicht draußen ist, wenn ihr diesen Part seht. Nur zur Info, ich mache gerade mit Disaster of Master, also dem Typ, der mein Spiel Let's Play hatte. Gerade ein Hot Gold Together, beziehungsweise wir nehmen gerade noch auf von Hot Gold Nuzlocke Randomizer. Wenn es raus ist, könnt ihr da gerne reinschauen. Natürlich alle, die nur wollen. Ihr müsst ja nicht. Ich habe euch ja noch nie auf diesem Kanal irgendwie gezwungen zu etwas. Ich finde es ein bisschen komisch, weil bei den Magic-Teilen springt ja der Balken immer wieder zurück. Das ist aber normal. Kurz. Okay, ja, finde ich großartig. Machen wir den letzten Kampf noch? Nee, lass mal. Ich mache das im nächsten Part alles. Gut, nochmal jetzt in diesem Kampf. Du endlich. So, speichern. Das ist ganz gut. Wir sind richtige Loser. Halber nur Witz. Ja. Psst, hau ab. Gut. Ich will das nicht am Ende haben. Gut. Leute, danke fürs Einschalten für diesen Part. Freut mich, wenn ihr am nächsten Part wieder einschaltet. Hat mich gefreut, dass ihr nicht mehr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Pokémon Max Edition. Ciao!